Und hiermit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir wieder 4 Zeichen der Bewährungen erhalten und haben da dadurch uns einen Herzcontainer geholt. Jetzt haben wir die 2. Reihe erreicht und ich würde mal sagen, ist jetzt schon eine Weile her, dass wir mal mit der Hauptstory weitergemacht haben. Deswegen würde ich mal sagen, warum habe ich mir das eigentlich markiert? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auch potenziell noch ein Schrein und da auch. Warum habe ich mir das markiert? Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal mit der Hauptstory weitermachen, deswegen teleportieren wir uns da mal zum Schrein hin. Und ich denke mal, erstmal kriegen wir einen Hitzeschlag. Im Kleidung. Macht nur Schaden, ne? Löschen. Ich war schon lange nicht mehr hier, aber hier bin ich. Ach, diese Schilder. Löschen, so weit weg. Komm her, hauen gar noch mit dem Holzkeller nieder, ne? Wie soll ich das schaffen? Nanu, ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, hier hereinzukommen. Ich bin beeindruckt, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast, aber leider ist der Stall für immer geschlossen. Wegen dieses verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr zusammentreiben und die Gäste bleiben aus. Zu allem Überfluss hat Prinzessin Zelda dafür gesorgt, dass der Brunnen nicht mehr genutzt werden kann. Und das, wo es doch so ein nützlicher Brunnen war, mit so viel darin wachsenden Pilzen. Die Prinzessin bezeichnete das als Übergangslösung und wollte zurückkommen, um den Brunnen wieder zugänglich zu machen, aber das ist nie passiert. Was, die Prinzessin hat den Brunnen mit Gestein füllen lassen, damit keine Monster herauskommen können? Puh, da schäme ich mich aber. Ich dachte, sie hätte den Stall im Stich gelassen. Dabei hat sie ihn geschützt. Nach dem Bau des Brunnens wurde hier mehr und mehr Monster gesichtet. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss das aufgehört haben, nachdem der Brunnen mit Stein gefüllt worden war. Die Stallarbeit nimmt mich so ein, dass ich nicht mal daran gedacht hatte, mir den Brunnen genauer anzusehen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Das nächste Mal, wenn ich Prinzessin Zelda sehe, muss ich mich unbedingt bei ihr bedanken. Tja, dann räume ich mal weiter das Gerümpel weg, denn so kann ich diesen Ort hier einfach nicht zurücklassen. Aber wie soll ich den ganzen Kram loswerden? Ich meine, ich kann hier bestimmt. Na, mein Reisezweihänder. Egal. Meine, das ist richtig, wenn ich jetzt hier einfach so. Oh doch. Auch nicht. Gott. Wie viele Sachen hast du hier?
kann sicher das nicht werfen, oder? Ah, oh, bisschen Rötzäpfel. Habe ich noch billig? Ja, hier Notverstärkung. Ja, bisschen Waffen verschwenden. So, bitteschön. Entschuldige bitte, aber ich muss mich jetzt aufs Entrümpeln konzentrieren. Was? Hä? Das Gerümpel ist weg? Und ich dachte, du wärst mit irgendwas beschäftigt. Aber du hast einfach alles auseinandergenommen. Oh, ich bin gerettet, danke. Hier gab es so viel Gerümpel, dass irgendwann die Tür dermaßen blockiert war, dass ich weder rein noch rauskam. Es gibt immer noch einiges zu tun, doch dank dir kann ich diesen Ort hier überhaupt erst wieder verlassen. Doch zuvor lass mich dich ein letztes Mal in dieser Uniform als Kunde unseres einst so stolzen Stalls begrüßen. Ja. Willkommen im Stall der Schlucht. Mein Herr, du bist der letzte Kunde, den wir in diesem Stall empfangen. Als solcher sollst du gebührend geehrt werden. Ich werde deiner Stallpunktkarte einen Stallpunkt hinzufügen. Na, das war's da wohl mit meiner Tätigkeit als Stallbursche. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, deine Reisen werden weiterhin unter einem guten Stern stehen. Nun denn, ich habe immer noch ein bisschen was aufzuräumen und werde mich dann wieder an die Arbeit machen. Danke für deine Hilfe. Das ist ja... Richtig, die Pferdefreunde haben uns vor einer Weile einige Bilderrahmen geschickt. Aber dann sind sie verschüttet gegangen und ich habe glatt vergessen, dass wir welche haben. Ich ziehe nur das Papier ab und... Na, das sind doch mal feine Rahmen. Wird wohl etwas einsam in seinem Stall. Also sollte ich als letzte Geste vielleicht hübsche Bilder aufhängen. Bleib doch einfach hier. Um mich, Mob. Wollte jetzt aber mein Pferdchen mitnehmen. Oh Mensch. Aber wollte ich doch mein Pferdchen mitnehmen. Ist nicht fair. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Oh. Sieh mal einer an. Habe ich das auf der Karte markiert? Immer da ist schon ein Schritt, aber da kommen wir ja eh hin. Kann ich ja eigentlich auch wieder Kaktussaft sammeln? Ach, Zitterfrucht meinte ich. Das sieht für mich da ein bisschen interessant aus, deswegen gehe ich einmal kurz dahin.
Naja. War jetzt nicht gerade spannend. Hm. Schade, doch, da wäre ein Krog. Ja, drüben, mein Herr. Hallöchen, ça va? So. Muss ja nicht immer alles zerstören, ne? Was sind das für komische Pilzdinger? So, du wolltest mit mir reden? Kann ich bei dir eine Robbe mieten? No! Oh je, was für ein Schlamassel. Oh, wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Sieht aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um ihn zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Hm, was? Wie? Wenn du eine Sau bleiben möchtest, lass dich von mir nicht abhalten. Ich überlege gerade, wie ich wieder nach Gerudo-Stadt zurückkomme. Gerudo-Stadt? Wegen des Sandstopps ist es schwer zu erkennen, aber... Siehst du, auf dem Sandsturm lugt oben ein Schrein heraus. Dort ist Gerudo-Stadt. Das ist einer von den Schreinen, die beim Kataklysmus überall auf der Welt aufgetaucht sind. Wenn er nicht da wäre, hätte man keine Anhaltspunkte, wo Gerudo-Stadt eigentlich liegt. Im Sandsturm ist die Sicht stark eingeschränkt. Selbst mit einer Sandrobbe ist es fraglich, ob man es bis dorthin schaffen würde. Eigentlich sollte ich die Ruine erkunden, aber als ich mich das letzte Mal in den Sandsturm vorgewagt habe, habe ich mich sofort verlaufen. Vielleicht sollte ich die Rückkehr in die Stadt vorerst aufgeben und mich zum Wüstenbazar begeben, um mich dort auszuruhen. Oi, hier drüben, mein Herr. Versag. Ach, es ist lange her, dass ich so viele Kunden hatte. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. In Gerudo-Tal herrschen schon immer extreme Temperaturen, Hitze wie Kälte. Das sind wir gewohnt. Aber dieser Sandsturm ruiniert das Geschäft endgültig. Wir verleihen Sandrobben. Sie können sich mühelos in der Wüste fortbewegen. Sehr nützlich. Deshalb betreiben wir einen Sandrobbenverleih. Dir ist sicher schon aufgefallen, wie schwer es ist, durch den Sand zu stapfen und nicht? Wenn du also durch die Wüste willst, wirst du ohne Sandrobbe nicht weit kommen. Eine Sandrobbe kostet nur 20 Rubin und eine Sandrobbe mit Schlitten kostet 50. Ich möchte eine leihen. Ein Schlittenrobbe. Weil mit Schlitten kann ich ja in dem Sinne ja auch den Krog mitnehmen, ne? So, mein Guter. Ich nehme dich mal mit, ne? Hier so. Verbinden. Ja. Achso, dann, komm mal hier dran. So. Ist er denn? Hi. Oui. I believe I can fly. Ja, du bist ja gleich bei deinem Freund. Der ist ja direkt da beim Schreien. Ui. Stopp. So.
Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Tschüssi. Ist da nicht das Wüstenbazar? Stimmt. Warte mal, ich hole mal kurz meine Robbe hier hin. Robby. Ich glaube, ich habe ein bisschen festgebackt, ne? Hau bloß nicht ab. So, was ist unsere Aufgabe hier? Rutschpartie. Yay, Rutschpartie. Ach, ich sehe schon, ich muss höchstwahrscheinlich da hoch und dann... nicht. So. Wunderschön. Kann ich Sachen craften? Ne, das wollte ich nicht. Was kommt hier, will ich mal sagen, die Mitte. Wunderschön. Komme ich da auch dran? So. So.
War gestern nur, wo mein Schatz ist, ne? Kommst du bitte da? So. Ah, bisschen. So. Jetzt muss es aber gehen, oder? Ja. So. Vielleicht jetzt nicht so, sondern hier so. So, was ist aber denn hier so Schönes? Holzpfeile, nett, I guess. So. Kann ich das bitte mitnehmen? Traveling, faring, faring. Oh, das ist ein schöner Easy-Schrein. O Besucher dieses Mannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Zeichen der Bewährung. Ja, es heißt ängstlich, aber durch die Melodie nenne ich es jetzt immer Zeichen der Bewährung. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ich hoffe, meine Robbe ist noch da. Robby? Robbe? Meine Robbe ist weg. Dann schaue ich mich halt hier eben im Wüstenbazar um. Was soll ich noch nehmen? Votta, ich meine Savotta. Das war knapp. Wenn die anderen mich gehört hätten, hätten sie mich sicher wieder gedisst, wie ich Jugendslang verwende. Meine Vorgesetzte hat mich damit beauftragt, eine Waffe hübsch zu verizieren. Klingt einfacher, als es ist. Sie möchte...
Eine Verzierung, die funkelt und feurige Leidenschaft ausstrahlt. Aber was genau meint sie wohl damit? Na, da ist meine Vorgesetzte allergisch gegen Monster, deshalb darf ich dafür keine Monsterzutaten verwenden. Hätte ich wenigstens eine Waffe, die mir Inspiration dienen könnte. Warte. Du bist, glaube ich, noch nicht verstärkt, oder? Nö. Hey, dann. Auf dem Boden. Es darf keine Monstermaterialien sein, ne? Vielleicht ein Rhodonit in die Hand. Was hältst du hiervon? Dürfte ich mir die Waffe vielleicht noch mal etwas genauer ansehen? Ich glaube, damit ließ sie sich arbeiten. Ah, man bringt also einen Rhodonit so an und... Das Funkeln ist perfekt. Ein Inbegriff feuriger Leidenschaft. Da gibt es ja wohl nichts zu meckern. Wenn selbst ich sowas imstande bin, wird meine Vorgesetzte vor Freude sicher außer sich sein. Sag für deine kleine Inspirationshilfe. Hier, nimm dies zum Dank. Damit verziere ich Waffen normalerweise am liebsten, vorausgesetzt, ihre Besitzer sind dagegen nicht allergisch. In dieser Wüste treiben sich immer recht viele Monster herum. Viel zu gefährlich, um dort einfach so herumzuspazieren. Aber falls du deine Waffe mit einem Geschenk verziehst, solltest du für die Gegend bestens gewaffnet sein. Dafür habe ich jetzt einen Rhodonit geopfert. Darf ich hier einfach aufmachen? Hey, was tust du denn da? Diese Vorräte sind für die Kriegerinnen. Und wegen des Sandstoffs hackt es ziemlich mit dem Nachschub. Geh also bitte zum Händler, wenn du was brauchst. Okay. Mal sagen, ich rede mal mit allem. Was wird das denn? Savotta. Noch ein Hylianer, was? Es ist zwar lobenswert, dass du es bei diesem Bett hierher geschafft hast, genau wie dieser Händler von dir. Aber das Gebiet südlich vom Wüstenbazar wird momentan von einem Sandsturm heimgesucht und die Sicht ist gleich null. Auch gibt es Augenzeugenberichte von seltsamen Monstern. Darum würde ich an deiner Stelle meiner Reise hier abbrechen. Diese Oase steht unter dem Schutz von uns Gerudo-Kriegerinnen. Du könntest hier also ganz in Sicherheit entspannen. Oh ja. Savotta. Dich habe ich hier noch gar nicht gesehen. Gehörst du zu diesem Karawanentrupp, der nach Gerudo-Stadt unterwegs ist? Karawanentrupp? Eine Gruppe hylianischer Händler. Wegen des Sandschubs ist an Handel vorerst nicht zu denken, also helfen sie beim Bewachen der Zugangs zur Stadt. Tja, ich schätze, sie wollten sich bei uns einschmeicheln, damit sie in die Stadt lassen. Aber daraus wird nichts. So ist nun mal das Gesetz von Gerudo-Stadt. So, dann rede ich nochmal mit dir. Weißt du was, ich hole mir von jedem etwas. Hey! Mikomen, wie viel darf ich dir einpacken? Ich kaufe alles. Ich kaufe alles. Sehr schön. Wenn die Hitze zu viel ist.
Was sag, ich verkaufe modische Kleidung direkt aus Gerudo-Stadt. Suchst du einen Wüstenstirnschutz, dann bist du hier richtig. Früher war da Voi nur schwer zu bekommen. Meine Kleidung sieht nicht nur fantastisch aus, sie hilft auch gegen die Wüstenhitze. Warum sich nur mit einem Teil begnügen, wenn es die auch in anderen Farben gibt? Gerne. Vielleicht später. Kaufen. Sag, da du gerade mein letztes Exemplar gekauft hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Das Stirnband, das du gekauft hast, ist ein Teil eines Sets. Es gibt auch noch einen Wüstenbeinschutz und einen Wüstenschulterschutz. Aber man kann sie nur an einem bestimmten Ort kaufen, und zwar im Gerudo-Geheimclub in Gerudo-Stadt. Und den findet man hinter dem Boutique Wüstenblume. Oh. Wo ich so darüber nachdenke, wir dürfen Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Ach, vergiss es, dass ich sowas gesagt habe. Sag, na, warum bediese sich so nicht so oft? Was? Warum kaufst du sie nicht alle? Und weiter, wie viele davon bist du? Alle. Na komm, auch nochmal alle Ölflaschen. Und nochmal alle Zitterkräuter. So, bitteschön. Kauf euch alle leer. Ui. Das ist eine Truhe. Die hole ich mir. Das Wasser ist einfach so schön. So, komm her. Oh, ein Gerudo-Bogen. Nice. Neues Objekt gefunden. Terry. Ach, wer hätte gedacht, dass ich sie hier treffe? Nun, gibt es etwas, das sie brauchen können, oder möchten sie etwas verkaufen? Ich möchte etwas verkaufen. Oh, was könnte ich denn verkaufen? Ja, davon habe ich 3, also verkaufe ich mal 2. Davon habe ich auch 3, also verkaufe ich 2. Davon habe ich auch 3, also verkaufe ich davon auch 2. Na, ich lasse es mal. Na, reicht erstmal. Holzpfeiler habe ich erst. Oh komm, ich nehme direkt alle Holzpfeiler. Ja, ja. Yay. Man kann nie genug Holzpfeiler haben, ne? Oh, ich kann hier in den Brunnen rein. Ja, warte mal. Mal die ganzen Leuchtsamen aufsammeln. So, Ausdauerkrebse. Entdeckt. Asenquelle, Gerudo-Booster. Mann, Rodonit. Och nee, das ist ein Mini-Ivarok. Ich habe doch keine Hämmer mehr. Ich
nehme nur die Sachen hier kurz mit. Ja, stimmt ja. Hier. Ah, gut, dass sie das macht. Wunderschön. Warte. Braucht die doch nicht so zu machen. Ich hab doch ihn hier. Schau ich mich erstmal hier um. Keine so gute Idee. Nur ein bisschen Bernstein. Und so. Ein bisschen Steinsalz, das ist gut. Hier sind Steine. Okay, da scheint nichts Spannendes zu sein. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Ui. Ich dich mal kurz. Und zwar hierfür. Oder auch nicht. Oder doch, er ist Natur. Ein Sonnenschild, nett. Jupp. So. Foto, habe ich dich schon? Nein, habe ich noch nicht. So. Von da kamen wir ja. Hier war noch ein bisschen durch. So. Saphir. Ein Topaz. Mayo Signum. So,
ist hier noch was? Ach so, jetzt sind wir nur noch hier. Okay. Ich glaube, ich komme von dieser Richtung, ne? Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich verlasse jetzt noch kurz den Brunnen. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin. Tüdelü.